Шаббат шалом. Шаббат шалом. Сегодня я предлагаю вам открыть то, что мы открываем уже несколько шаббатов. Heute schlage ich vor, dass wir wieder den Abschnitt öffnen, den wir schon seit einigen Wochen öffnen. Это послание к Ефесянам апостола Павла. Das ist der Epheserbrief von Apostel Paulus. 6 глава, с 10 по 17 стихи. Und zwar Kapitel 6, Verse 10 bis 17. Мы начнем с этого. Wir beginnen damit. Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднеместной. Для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостоять в день злой и все преодолев устоять. Итак, станьте, припоясав чресла ваши истиной и облегшись в броню праведности, и обувши ноги в готовность благовествовать мир, а паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого, и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. Also Epheser Kapitel 6, Verse 10 bis 17. Schließlich werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widersteht und wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. So steht nun eure Lenden umgürtet mit Wahrheit, bekleidet mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit und beschuht an den Füßen mit der Bereitschaft zur Verkündung des Evangeliums des Friedens. Bei alledem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, das ist das Wort Gottes. Эта часть, которую мы читали, это как призыв Павла, как его крик. Das, was wir gelesen haben, das ist wie ein Aufruf, wie der Schrei von Paulus. Вы должны иметь на себе необходимое оснащение. Also ihr müsst etwas bei euch, etwas auf, bei euch tragen. Oder, ja. Для сохранения чистоты вашей земной жизни. Etwas, was euer irdisches Leben, was es bewahrt. Укрепляться вашим Господом и Его могуществом. Also befestigt werdet von, dass wir in Gott befestigt werde ich und von seiner Allmacht. И он перечисляет инструменты Божьи. Und erzählt dann alle Instrumente Gottes auf. Эти инструменты делают нас сильнее и увереннее в жизни. Diese Instrumente machen uns im Leben stärker und selbstsicherer. Я постараюсь говорить только не обо всех, а говорить о 17 стихе. Ich werde nicht über alle diese Instrumente oder Ausrüstung sprechen, sondern nur über das, was in Vers 17 geschrieben steht. И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. Und zwar, Vers 17, nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, das ist Gottes Wort. Когда я прочитал это, и не один раз пришлось читать, и до этого читал тоже. Als ich das gelesen habe, ich habe es schon einige Male gelesen, also auch schon vorher und jetzt mehrmals. Я нашел для себя какие-то новые вещи. Habe ich für mich selbst neue Dinge entdeckt. И сначала хочу сказать, когда-то я об этом говорил. Ich möchte noch mal sagen, einst habe ich darüber gesprochen. Хочу сказать, что мы все обладаем, в наших руках есть христианство. Und zwar wir alle, wir haben in unseren Händen das Christentum. И это христианство, я бы мог назвать это прикладное христианство. Und ich würde sagen oder meinen, dass dieses Christentum es ist etwas Angewandtes, was man anwendet. Это приложено в нас. Das ist in uns hineingelegt. Это в нашем сердце. Das ist in unserem Herzen. Это в наших мыслях. In unseren Gedanken, Verstand.
И мы никогда из себя это не теряем. Und wir verlieren das nie, also wir lassen es nicht verschwinden oder verlieren es nicht. Наша ежедневная жизнь, unser alltägliches Leben, сливается с законами Торы, verläuft sich mit den Geboten oder Gesetzen der Tora. Как мы их можем видеть в дне сегодняшнем? Wie können wir das in dem heutigen Tag sehen? В дне вчерашнем и завтрашнем. In dem gestrigen Tag oder in dem morgigen Tag. Иисус, Мессия, соединил свою благую весть с Торой. Der Messias hat seine frohe Botschaft verbunden mit der Torah. С писаниями еврейскими пророками. Mit den Schriften der jüdischen Propheten. Ведь мы же должны понимать, что все Евангелия, которые мы читаем, wir müssen verstehen und begreifen, dass alle Evangelien, die wir lesen, которые живут в сердце нашем, die in unseren Herzen leben, это все благая весть, das alles, diese frohe Botschaft, от Иешуа Мессии, ist von Иешуа, dem Messias. Мы собираемся здесь, wir versammeln uns hier, чтобы утвердить себя и свою жизнь, um unser Leben und uns selbst zu bekräftigen oder zu befestigen, на ценности Ветхого и Нового Завета. Und zwar auf den Wert oder der Basis des Alten und Neuen Testaments. То, что мы называем мессианским иудаизмом. Was wir messianisches Judentum nennen. И вот еще раз, мы вкладываем эти ценности в свои сердца. Und nun nochmal, wir legen diesen Schatz oder dieses, was wertvoll ist, in unsere Herzen. И они становятся, эти ценности, частью каждого из нас. Und dieses Wertvolle wird dann ein Teil von jedem von uns. Я еще раз повторяю, это пребывает в каждом из нас. Es bleibt in jedem von uns. Это становится путем нашей жизни. Es wird zu einem Weg unseres Lebens. И это великая ценность. Und es ist etwas sehr Großes, was sehr wertvoll ist. И это мы называем спасение для каждого из нас. Und das nennen wir Errettung für jeden von uns. Но не так часто мы произносим. Aber nicht so häufig sprechen wir es aus. Мы произносим очень редко, что это ценность. Wir sprechen es sehr wenig oder nicht so oft aus, dass es etwas Wertvolles ist. Это спасение для всего мира. Das ist die Errettung oder Erlösung für die ganze Welt. То есть, какой ты, каждый сидящий здесь. Also so, wie bist du, jeder Einzelne, der hier sitzt. И что ты несешь в этот мир ежедневно. Und das, was du in diese Welt mit hineinbringst oder dieser Welt bringst, das ist alltäglich. Мы замечаем это или не замечаем. Ob wir es bemerken oder nicht bemerken. Это меняет наше окружение. Das verändert die uns umgebende, also diejenigen, die uns umgeben. Поэтому то, что мы можем или сможем отдать каждый день из себя. Deshalb das, was wir jeden Tag von uns geben können. Это спасение для мира. Das ist die Errettung für diese Welt. У Иисуса, у Иешуа был перед ним, перед Иисусом был авторитет. Vor Yeshua war eine Autorität, которому он полностью подчинялся, der sich vollkommen hingegeben hat oder untergeordnet hat. Он постоянно следовал за этим авторитетом. Er ist ständig dieser Autorität nachgefolgt. Это его отец. Das ist sein Vater. Бог Авраама, Исаака и Якова. Der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Каждый, идущий за Иисусом, беспрекословно принимает на себя авторитет Иисуса. Jeder, der Yeshua nachfolgt, nimmt auch automatisch die Autorität, also dass er Yeshua nachfolgt, dass er seine Autorität ist. Те, кому повезет, принимают сердцем. Die Glück haben, die nehmen es mit dem Herzen auf. Я встречал людей, которые приняли Иисуса Христа своим разумом. Ich habe Menschen getroffen oder bin Leuten begegnet, die Yeshua mit ihrem Verstand aufgenommen haben. То есть они мысленно доказали себе, как математика, доказали себе, что да, он есть, я хочу в него верить. Und zwar haben sie sich wie Mathematiker einfach sich selbst und ihrem Verstand einfach bewiesen oder erklärt, ja, dass er da ist, dass er existiert. И так получилось, что получается, что разные ощущения. Und dann kam es so, dass unterschiedliche Wahrnehmung oder Empfindung. И разные дороги. Und dann unterschiedliche Wege. Мы все как дети. Wir sind alle wie Kinder. Дети могут бояться родителей, то есть испытывать страх перед родителями и исполнять их волю. Die Kinder können Angst oder Furcht vor den Eltern empfinden und daher auch dann ihren Willen, das, was die Eltern wollen, das dann erfüllen. Если вот такой союз поставлен или построен на страхе. Und wenn sozusagen so ein Bund zwischen diesen so aufgrund oder auf Fundament von Angst aufgebaut ist,
тогда обязательно приходят проблемы. Dann wird unbedingt es zu einem Problem kommen. Но когда эта связь, это соединение произошло на любви, wenn diese Verbindung aber aufgrund von Liebe entstanden ist, тогда проблемы постепенно этой любовью растворяются. Dann werden die Probleme durch diese Liebe aufgelöst. Союз, выстроенный на любви, der Bund, der aufgrund von Liebe aufgebaut ist, гораздо надежнее и прочнее, ist hoffnungsvoller und прочнее. Если выстроен на любви, союз, выстроен на любви, да, он гораздо надежнее и крепче. Ist hoffnungsvoller und stärker. Вспомните союз брачный. Erinnert euch an den Bund, den ein Ehepaar schließt. Только изо всех сил сохранять любовь. Aus ganzer Kraft die Liebe bewahren. Только изо всех сил беречь любовь. Aus ganzer Kraft die Liebe erhalten lassen oder bewahren. И это активная работа. Das ist eine aktive Arbeit. И силы, и время, которое мы прикладываем к этой работе, я хочу сохранить любовь. Und diese Zeit und Kraft, die man dafür aufwendet, um diese Liebe aufrechtzuerhalten, приводят к мудрости, которую мы ищем все. Führt uns zu der Weisheit, nach der wir alle suchen. И вот я возвращаюсь опять к той самой фразе: и меч духовный, который есть Слово Божие, приложите к себе. Und ich kehre nochmal zu denen zurück, und zwar der zweite Teil von Vers 17. Und das Schwert des Geistes, das ist das Wort Gottes. Das müssen wir uns anlegen oder uns damit ausrüsten. Это очень интересная вещь. Она оказалась для меня, когда я готовился, очень интересная вещь. Es wurde zu einer sehr interessanten Sache, das zu lesen, als ich mich vorbereitet habe. Несмотря на то, что это я читал не один раз, как все. Abgesehen davon, dass ich das nicht nur einmal oder zum ersten Mal gelesen habe, wie viele von euch auch. Мы не можем, и никто не может увидеть меч духовный. Wir können nicht dieses Schwert, das Schwert des Geistes sehen. Но мы можем его реально ощущать. Wir können es aber real wahrhaftig fühlen, empfinden. Мы можем его реально им пользоваться. Wir können es real damit das anwenden. Иешуа был абсолютно вооружен. Und Yeshua war komplett ausgerüstet. И очень часто использовал меч духовный. Und hat sehr häufig das Schwert des Geistes angewandt. Это надо почувствовать. Das muss man fühlen. В Евангелии от Матфея, in Matthäus Evangelium, глава 9, 13 стих, Kapitel 9, Vers 13, есть такие замечательные слова Иешуа, Иисуса, gibt es sehr wunderbare Worte von Yeshua, которые он адресовал и своим ученикам, и тем, кто постоянно искал в нем что-нибудь, за что бы зацепиться можно было, чтобы обвинить его. Der etwas gezeigt hat, und zwar seinen Jüngern und auch all denjenigen, die etwas gesucht haben an ihm, wo sie einen Makel an ihm finden. И этот стих звучит таким образом. Und der Vers klingt folgendermaßen, Matthäus Kapitel 9, Vers 13. Пойдите, научитесь, что значит «милости хочу, а не жертвы». Ибо я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию. Geht aber hin und lernt, was das ist. Ich will Barmherzigkeit und nicht Schlachtopfer, denn ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. В этот момент Иешуа держит в руках тот самый свой меч. In diesem Moment hält Иешуа dieses Schwert. Оказывается, в Библии огромное количество примеров работы Иешуа с мечом. Es gibt in der Bibel sehr viele Beispiele von Yeshua, wo sozusagen mit dem Schwert arbeitet oder kämpft. Пример первый. Zum Beispiel das erste Beispiel. Иисус и Никодемус. Иешуа и Никодимус. Это Иоанн 3 глава 2 по 6 стихи. Und zwar das ist Johannes Kapitel 3, Verse 2 bis 6. Приходит Никодим, очень ученый человек. Und zwar Nikodemus kommt, er ist ein sehr gelehrter Mensch. Приходит ночью. Er kommt nachts. Один из начальников еврейских. Einer von den Начальник, ein von den Hauptleuten ist Nikodemus, also er hat eine hohe Stellung. И пытается что-то выяснить у Иешуа. Und er versucht mit Иешуа etwas zu klären.
Итак, он пришел к Иешуа ночью и сказал ему. Also er kommt nachts oder abends zu Jeschua und sagt dann zu ihm. Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог. Иисус сказал ему в ответ: истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. Никодим говорит ему: как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться? Иисус отвечал: истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Ибо, потому что рожденный от плоти есть плоть, а рожденный от духа есть дух. Ab Vers 2 lesen wir. Oberster der Juden, dieser kam zu ihm bei Nacht und sprach zu ihm: Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen, denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Jeschua antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm: Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er etwa zum zweiten Mal in das Leib seiner Mutter hineingehen und geboren werden? Jeschua antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes hineingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch, und was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Представляете, что очень мудрый Никодим, который очень позитивно относился к Иешуа. Also stellt euch vor, dass Nikodemus eine sehr weise Person, der sehr positiv zu Jeschua war. Ученый человек. Eine sehr gelehrte Person. Он понимает только разговор о плоти. Also er versteht also dieses Gespräch, er versteht es immer nur fleischlich gesehen. Он все понимает, переводя на плоть свою. Also er versteht alles, indem er das alles an seinen Körper, an seinen Leib anwendet. И в этот момент Иешуа начинает работать своим мечом. Und in diesem Moment fängt Jeschua an, sozusagen mit seinem Schwert zu arbeiten. Он ни в коем случае не калечит и не приносит боль. Also auf gar keinen Fall versucht er Nikodemus Schmerz zuzufügen mit diesem Schwert oder ihn Schaden zuzufügen. Но он лишает его покоя абсолютно. Что? Он лишает его покоя. Абсолютно лишает покоя его. Aber er bringt ihn sozusagen komplett zur Ruhe. Потому что Никодим теперь думает, что что-то что не так во мне. Weil Nikodemus jetzt anfängt zu überlegen, irgendetwas ist dann also nicht, stimmt nicht mit mir. Я же точно видел и видел этого человека не один раз. Ich habe ja diese Person nicht nur einmal schon gesehen. Он может все, что не может никто из нас. Und zwar kann er all das, was keiner von uns kann. И он мне говорит. Und jetzt sagt er zu mir, что я умру, так и не узнав, что такое Царствие Небесное. Dass ich sterben werde, ohne zu wissen oder zu erfahren, was das königliche Himmelsreich ist. Вот пример применения меча, о котором говорится в начале. Und hier ist sozusagen das, was wir von zu Beginn gesprochen haben, wird das Schwert sozusagen angewandt. Евангелие от Матвея, пример второй, Евангелие от Матвея, 4 глава, с 1 стиха. Jetzt ein weiteres Beispiel aus Matthäus Kapitel 4, Vers 1 bis 11. Я, значит, хочу сказать вам, что вот и все, что мы сейчас читать будем, ich möchte euch sagen, dass all das, was wir jetzt lesen werden, это взято не столько из Евангелия, но это взято, все эти слова взяты из Торы и Псалмов. All diese Worte, die hier geschrieben stehen im Neuen Testament, die sind auch ebenfalls aus der Tora und aus den Psalmen. В данной ситуации Иешуа оперировал также мечом духовным. Иешуа wurde ebenfalls mit dem geistlichen Schwert versucht. Обратите на это внимание. Achtet darauf. Тогда, первый стих, тогда Иешуа возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола. Also wir lesen jetzt Matthäus Kapitel 4, ab Vers 1. Это как экзамен, тяжелый экзамен. Das ist wie eine schwierige Prüfung für ihn. И, постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок взалкал, ослабел. И приступил к нему искуситель и сказал: «Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни эти сделались хлебами». Он же сказал ему в ответ: «Написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих».
Потом берет его дьявол, святой город, и ставит его на крыле храма, на крыше, и говорит ему: «Если ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано, ангелом своим заповедает о тебе, и на руках понесут тебя, да не приткнется о камень ногою твоею». Иешуа сказал ему: «Написано так же, не искушай Господа Бога твоего». И опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их, и говорит ему: «Все это дам тебе, если падший поклонишься мне». Тогда Иешуа говорит: «Отойди от меня, сатана, ибо написано, Господу Богу твоему, поклоняйся ему одному, служи». И тогда оставляет его дьявол. И вот ангелы приступили и служили ему. Matthäus Kapitel 4, Vers 1. Dann wurde Jeschua von dem Geist in die Wüste hinaufgeführt, um dort dem Teufel versucht zu werden. Und als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn schließlich, und der Versucher trat zu ihm hin und sprach: «Wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine Brot werden.» Er aber antwortete und sprach: «Es steht geschrieben, nicht von Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht.» Darauf nimmt der Teufel ihn mit in die heilige Stadt und stellt ihn auf die Zinne des Tempels und spricht zu ihm: «Wenn du Gottes Sohn bist, so wirf dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln über dir befehlen, und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du nicht etwa deinen Füßen an einen Stein stößt.» Jeschua sprach zu ihm: «Wiederum steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen.» Wiederum nimmt der Teufel ihn mit auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm: «Dies alles will ich dir geben, wenn du niederfallen und mich anbeten willst.» Da spricht Jeschua zu ihm: «Geh hinweg, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen.» Dann verlässt ihn der Teufel, und sie Engel kamen herbei und dienten ihm. Интересно, Иешуа использовал свой меч, духовный меч. Es ist interessant, Jeschua hat sein geistlichen Schwert, er hat es angewandt. И сила этого меча в данный, в тот момент, была взята из Торы. Und dieses Schwert, was er in diesem Moment angewandt hat, war aus der Tora. Он защищался Торой. Er hat sich sozusagen mit der Tora beschützt. Это очень интересно. Es ist sehr interessant. Если Иешуа защищается Торой или защищался Торой, wenn Jeschua sich mit der Tora schützt oder beschützt oder damit sich wehrt, тогда что же мы в своей обычной ежедневной жизни? Und was ist dann mit uns in unserem alltäglichen Leben? Да мы, в общем-то, обязаны это делать. Wir sind eigentlich dazu verpflichtet, das ebenfalls zu tun. И опять мы говорим про меч духовный. Und wieder sprechen wir über das geistliche Schwert. Еще один замечательный пример, Noch необыкновенный. Guter Beispiel, was außergewöhnlich ist. Иоанн, Евангелие от Иоанна, 8 глава, с 3 по 12 стихи. Johannes, 8. Johannes 8, Verse 3 bis 12. И опять меч духовный. Und wieder das geistliche Schwert. Тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую в прелюбодеянии, и, поставив ее посреди, сказали ему: «Учитель, эта женщина взята в прелюбодеянии, а Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями. Что ты скажешь?» Это были его соотечественники, которые знали, для чего пришли, зачем пришли, что сказать. Они четко знали, все грамотно было, то, что они говорят. И говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Когда же продолжали спрашивать его, он, восклонившись, подняв голову, сказал им: «Кто из вас без греха? Первый брось в нее камень». И опять, наклонившись низко, писал на земле. Они же, услышав это и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних, и остался один Иешуа и женщина, стоящая посреди. Иешуа, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей: «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя?» Она отвечала: «Никто, Господи!»
Иисус сказал ей: «И я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши». И опять говорил Иисус к народу, который был где-то рядом, и сказал им: «Я свет миру. Кто последует за мной, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Johannes Kapitel 8, Abvers 3. Die Schriftgelehrten und die Pharisäer aber bringen eine Frau, die beim Ehebruch ergriffen worden war, und stellten sie in die Mitte und sagten zu ihm: Lehrer, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ergriffen worden. In dem Gesetz aber hat uns Mose geboten, solche zu steinigen. Du nun, was sagst du? Dieser aber sagte, sie ihn zu versuchen, damit sie etwas hätten, um ihn anzuklagen. Jeschua aber bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie aber fortfuhren, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sprach zu ihnen: Wer von euch ohne Sünde ist, werfe als erster einen Stein auf sie. Und wieder bückte er sich nieder und schrieb auf die Erde. Als sie aber dies hörten, gingen sie, einer nach dem anderen hinaus, angefangen von den Älteren, und er wurde allein gelassen mit der Frau, die in der Mitte stand. Jeschua aber richtete sich auf und sprach zu ihr: Frau, wo sind sie? Hat niemand dich verurteilt? Sie aber sprach: Niemand, Herr. Jeschua aber sprach zu ihr: Auch ich verurteile dich nicht. Geh hin und sündige von jetzt an nicht mehr. Jeschua redete nun wieder zu ihnen und sprach: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Представляете, какая это картина, какая это сцена. Stellt euch vor, was für ein Bild das ist, wie was für eine Szene das einfach darstellt. Каким образом этот невидный, не богатырь, обычный человек, wie, auf welche Art und Weise dieser gewöhnliche Mensch, diese Person, он сыграл такое. Когда-то мы читали про Соломона. Wie er so etwas darstellt oder spielt, eins haben wir auch über Salomo gelesen. Про его великую мудрость, über seine große Weisheit, которую ему Господь дал, die der Allmächtige ihm gegeben hat. А здесь мы видим Мессию, Спасителя, und hier sehen wir den Messias, den Erlöser, с невидимым мечом в руках, mit einem Schwert, was man nicht sieht, nicht sichtbar ist. И как он чисто все сделал. Und wie er klar alles getan hat. Это удивительная вещь. Он подарил женщине жизнь. Erstaunlich, also er macht es erstaunlich, er hat dieser Frau Leben geschenkt. И каждому, кто стоял вокруг, und all denjenigen, die drumherum standen, напомнил, что у тебя есть совесть. Und hat all diejenigen daran erinnert, dass sie ein Gewissen haben. И у тебя совесть есть. Ну-ка, включи это все. Und zwar, du hast ebenfalls ein Gewissen, hat sie dazu gebracht, dass sie dieses Gewissen einschalten, dass sie es nutzen. Вспомни. Erinnere dich daran, also erinnere dich daran, dass du ein Gewissen hast. Und dann ging diese Frau gesegnet. Живи. Er sagte zu ihr: Lebe. И не греши. Und сündige nicht mehr. Ступай. Gehe. Это потрясающий пример вот этого самого меча. Ein erstaunliches Beispiel von diesem Schwert. Который не для смерти. Was nicht für den Tod vorhergesehen ist, а для жизни, sondern zum Leben. И для жизни с избытком. Und zwar für ein Leben mit Versuchung. А помните встречу Иисуса с юношей? Erinnert ihr euch noch an ein Treffen von Jeschua und einem Jünger? Который пришел к нему, хороший юноша, симпатичный человек. Und zwar ein junger Mann, sehr sympathisch. Который вызывал симпатию тем, что он говорил. Der und zwar eine Sympathie hervorgerufen hat, und zwar mit dem, was er sagte. Даже Иешуа сказал ему, что ты много успел. Selbst Иешуа sagte dann zu ihm, du hast vieles geschafft. Но в этот момент он применяет свой меч. In diesem Moment hat er sein Schwert angewandt. И говорит этому мальчику, юноше. Und sagt zu diesem jungen Mann. А теперь знаешь что? Und weißt du was jetzt? Иди продай все, что ты имеешь. Und also aus der Bibel gibt es ein weiteres Beispiel, und zwar: Gehe hin und verkaufe alles, was du hast, was du besitzt. И раздай тем, кто ничего не имеет. И приходи ко мне. Und gebe es all denjenigen, die nichts haben, und folge mir nach. И будешь моим человеком. Und du wirst dann einer von mir. И тут юноша сломался. Und da wurde dieser Mann gebrochen. Я уверен, он будет все это помнить до своих последних дней, если не сделает этого. Ich bin überzeugt, dass er sich alle Tage seines Lebens daran erinnern wird, wenn er das nicht tun wird.
духовный меч, geistliches Schwert, который действует в сторону потрясающего мира, was in eine wunderbare Art, Weise in eine wunderbare Welt wirkt, в душах людей, in den Seelen der Menschen, в их жизни, in ihrem Leben, слова Торы, die Worte der Tora, законы, которые были в них, die Gebote, die darin sind, евреи с самого изначально олицетворяли с мечом. Die Juden haben schon zu Beginn an, слова Торы олицетворяли, сравнивали с мечом. Die haben sich mit dem Schwert verglichen. Story, да. И законы, значит, в еврейских писаниях. In den jüdischen Schriften. Акцент стоит всегда на Торе. Ist das Akzent immer auf der Tora gesetzt? На законе. Auf dem Gesetz, also dem. На его исполнении. Auf die Erfüllung oder Einhaltung. Как быть всегда поясанным мечом духовным? So da, wie kann man immer mit diesem geistlichen Schwert gerüstet sein? Пример. Ein Beispiel. Раввин Иуда. Ein Rabbiner Jehuda. 150. год после Христа. 150 Jahre nach Yeshua. Говорил с моим мечом. Dieser sagte mit meinem Schwert. И моим луком. Und mit meinem Bogen. Я всегда направляю себя на исполнение Торы. Richte ich mich immer danach auf, die Tora zu erfüllen, sie einzuhalten. На совершение добрых и великих дел. Und an die Einhaltung der Erfüllung von guten Dingen oder guten Taten. Евреи часто называют себя людьми щита. Щита? Щита, щит. Щит. Schwertes. Also, не Schwertes, щит. Schild? Щит, которым защищаются. Ein Schild. Schild, да. Und zwar die Juden vergleichen sich häufig mit einem Schild, also womit man sich schützt. Где под словом щит всегда подразумевалось Тора. Also mit diesem Schild haben sie darunter verstanden, zwar die Tora, mit der sie sich schützen. Необходимо быть всегда сконцентрированным на Божьем Слове. Und es ist immer notwendig oder wichtig, dass man immer auf das Wort Gottes fokussiert ist. Это работа. Und das ist eine Arbeit. Но в этой работе каждый из нас очень заинтересован. In dieser Arbeit ist jeder einzelne von uns sehr interessiert. Если мы не делаем этого, wenn wir dies nicht tun, то нормальным образом человек заблудится, потеряет себя в днях своей сумасшедшей жизни. Dann wird sich der Mensch auf jeden Fall in den Tagen seines Lebens, was total irrsinnig ist, irgendwann verlieren. И тогда приходит незваная суета. Он ее не звал, человек. Она приходит сама. Dann kommt dieses суета, so eine Hektik, die selber nicht danach sich gesehen hat oder die gerufen hat. Вот очень интересно, как жутко страдавший Иов. Es ist interessant, wie Hiob, der sehr gelitten hat, как он говорит о суете. Wie er von dieser Hektik spricht. 15. глава, 31 стих. Wir öffnen Hiob, Kapitel 15, Vers 31. Иов говорит, пусть не доверяет суете заблудший, ибо суета будет и воздаянием ему. Hiob, Kapitel 15, Vers 31. Er verlasse sich nicht auf Nichtiges. Er wird irregeführt, denn Nichtiges wird sein Eintausch dafür sein. То есть суета – это болезнь. Also etwas Nichtiges, das ist wie eine Krankheit. Если человек подвержен суете, он гибнет. Wenn ein Mensch sich dem Nichtigen hingibt, dann ist er verloren. В нем гибнет его личное, человеческое. In ihm stirbt das Menschliche, das, was in einem Menschen ist, es stirbt. И последнее, что я хотел сказать. Und das Letzte, was ich sagen wollte. Евангелие от Иоанна, 14 глава. Und zwar Johannes, Kapitel 14. С 15 по 17 стихи. Verse 15 bis 17. Иешуа. Говорит Иешуа. Иешуа spricht. Если любите меня, соблюдите мои заповеди. И я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек. Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его
и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет всегда. Johannes Kapitel 14, Vers 15 bis 17. Wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten, und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht, noch ihn erkennt. Ihr erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Каждый из нас обладает этим самым мечом. Jeder von uns hat oder besitzt dieses Schwert. И дает его нам по словам Мессии. Und wird uns nach den Worten des Messias gegeben. Дух Божий, наш утешитель. Der Geist Gottes, unser Tröster. И мы можем очень многое, если будем вовремя вспоминать об этом. Und wir können vieles, wenn wir uns rechtzeitig daran erinnern. И сделать так, чтобы этот меч в каждом из нас работал. Und es so machen, dass dieses Schwert in jedem Einzelnen von uns arbeitet. Только ни в коем случае не карающий инструмент в своей семье. Aber auf gar keinen Fall ein Instrument, das in der Familie не причиняет разгром. Also Schaden zufügt. Familie, да. Auf keinen Fall ein Schwert, was in der Familie Schaden zufügt. И в принципе каждому из нас нужно об этом помнить. Und im Prinzip jeder von uns, er muss das wissen. Потому что ведь мы понимаем, weil wir verstehen, что каждый день мы свидетели войны. Jeden Tag sind wir Zeugen vom Krieg. Если у нас вдруг тихо в сердце, wenn auf einmal bei uns im Herzen still wird, достаточно прочитать газету, wenn wir ausreichend eine Zeitung gelesen haben, включить телевидение, Fernseher eingeschaltet haben, и от нашего покоя следа не остается, und von unserer Ruhe bleibt kein Abdruck. Люди больны. Die Menschen sind dann krank. Необходимо беречь и пользоваться своим щитом, который защищает, своим мечом, который защищает нас. Es ist notwendig, dass man dieses Schwert nutzt und sich beschützt. И всеми инструментами, которые стали или открыты для нашего доступа. Und all diejenigen Instrumente, die für uns als Zutritt geöffnet für uns sind. Аминь. Аминь.